Die indische Regierung verbietet E-Zigaretten. Herstellung, Import, Werbung und Verkauf der Geräte sind zukünftig illegal. Wer dagegen verstößt, muss mit hohen Geldbußen oder einer Gefängnisstrafe rechnen. Die E-Zigaretten seien ein Gesundheitsrisiko, insbesondere für junge Menschen, so die Behörden. Die Nikotinabhängigkeit bei Kindern und Jugendlichen, bei Schülern und Studenten hat um 77% zugenommen. Denn Nikotin macht sehr schnell abhängig und ist außerdem schädlich. Mit mehr als 100 Millionen Rauchern ist Indien ein riesiger Markt für die Tabakindustrie. Nur in China rauchen noch mehr Menschen. Große Hersteller von E-Zigaretten behaupten, dass ihre Produkte deutlich weniger schädlich sind als Zigaretten. In letzter Zeit kam es aber vermehrt zu Lungenkrankheiten und sogar Todesfällen, die Ärzte auf das sogenannte Vaping zurückführen. Viele Regierungen stören sich auch daran, dass die Industrie gezielt Jugendliche anspricht. Nach Thailand und Brasilien ist Indien das dritte Land, das gegen E-Zigaretten vorgeht. Auch in den USA gibt es Diskussionen, E-Zigaretten deutlich stärker als bisher zu regulieren.